jetzt vor 2 Wochen halt dann an einem Sonntag minus 47 Cent pro Kilowattstunde an einigen Stellen Ist hat, auch unglaublich. sehen wir natürlich, dass der Verbrauch von unseren Kunden und Kundinnen in dem Moment einfach hochschießt, weil einfach bares Geld mit dem Verbrauch von Strom verdient werden kann. Moment. Klar, ich kann mein Elektroauto laden, was ja sinnvoll ist. Aber ich kann ja theoretisch auch einen Heizlüfter auf den Balkon stellen und Strom verbrauchen und krieg dann Geld dafür. Ja, auch wenn das erstmal irrsinnig Das klingt klingt, total verrückt. ja, würdest du dich in dem Moment netzdienlich verhalten? Ja, diese negativen Preise gibt es ja, damit mehr Strom verbraucht wird und das Netz entlastet wird in einem Moment, wo es eine Überkapazität gibt. Das bedeutet, Letztendlich. wenn du dann in diesen Stunden alle Schalter an, Auto lädst, vielleicht auch noch ein zweites E-Auto, haben wir auch Kunden gehabt, die Ja. zwei E-Autos zu dem Zeitpunkt geladen haben und maximal Strom verbrauchst, dann verdienst du in dem Moment Geld und das wird gegen deine monatliche Rechnung gegengerechnet. Die Strompreise schwanken und das Ganze wird durch den erneuerbaren Zappelstrom in Zukunft auch immer weiter zunehmen. Und da stellt man sich doch die Frage, könnte es sich nicht lohnen, den Strom dann, wenn er besonders günstig ist, zu kaufen, ihn in den Heimspeicher, in den Stromspeicher zu packen, um ihn dann zu verbrauchen, wenn der Strom besonders teuer ist? Und genau über diese Frage spreche ich jetzt mit Merlin von Tibber. Tibber ist nämlich ein Anbieter von genau diesen dynamischen Strompreisen. Also, los geht's! Wie ist das passiert? Genau, also das haben wir jetzt tatsächlich ja in den letzten Wochen schon öfter gehabt, auch negative Preise. Und wie kommt das in der Regel zustande? Meistens ist es ein Sonntag oder ein Feiertag, ja, wo dann insbesondere um die Mittagszeit einfach wenig Strom verbraucht wird. Und dann haben wir gleichzeitig vielleicht zu der Zeit sehr viel Sonne und gleichzeitig noch Wind. Und genau, so haben wir dann bei einfach einer hohen Erzeugung durch erneuerbare Energien, von erneuerbaren Energien und wenig Verbrauch, negative Preise. Wenn jetzt bei euch der Strom günstiger ist, macht es dann Sinn, dass ich mir einen Akku, also einen Stromspeicher hole, den aber nicht über die Solaranlage speise, sondern den über den Stromtarif fülle? Findet es oft genug statt, dass der Preis so niedrig ist, dass man. Es findet oft genug statt, dass der Preis sehr, sehr niedrig ist. Er muss ja nicht unbedingt negativ sein, sondern es genügt ja, wenn er deutlich günstiger ist als im Durchschnitt, damit du Geld sparst und sich so eine Anlage dann amortisiert. Und das macht absolut Sinn. Das werden wir auch in Zukunft noch deutlich mehr sehen, dass solche Systeme installiert werden. Und auch Tibber bringt jetzt mit dem HomeVolt einen eigenen Energiespeicher auf den Markt, womit also Tibber-Kunden und Kundinnen dann zu den sehr günstigen Zeiten den Strom in den Energiespeicher, in diese Batterie laufen lassen können und dadurch einfach dann zu Zeiten, wo der Strompreis wieder höher ist, diesen Strom verbrauchen können und bares Geld sparen. Okay, jetzt ist ja die Frage, eure Rolle ist, ihr nehmt eine Grundgebühr und gebt den Strompreis 1 zu 1 weiter. Wird sich das dann verschieben? Also wenn man sich zum Beispiel Geschäftsmodell, so ein Sonnen, die Sonnen und vermutlich auch Enpal und wie sie alle heißen, ein Teil deren Geschäftsmodells ist es ja, die Akkus von denen, die sie verbaut haben, quasi an die Stromanbieter zu vermieten, um die Spitzen aus dem Netz rauszuglätten. Plant ihr dann da auch in so einen Bereich reinzugehen oder ist das Planen wir auch. Das nennt sich dann genau allgemein Überbegriff Virtual Power Plant, VPP, oder halt auch das Handeln von Flexibilitäten, Flexibility Trading. Damit verdienen wir im norwegischen und im schwedischen Markt schon Geld. Und das ist auch auf jeden Fall Teil unserer Strategie für den deutschen Markt, dass wir hier an der Stelle dem Stromnetz in Deutschland helfen, stabiler zu werden, indem wir durch die steuerbaren Anlagen, Verbrauchsanlagen unserer Kunden und Kundinnen halt immer wieder auch auf positive Weise in das Netz eingreifen können. Spannend, dass sich da das Stromnetz irgendwie so, also wie sich das wandelt. Genau, also wir sehen natürlich, ne, wir haben in den letzten Jahren Erneuerbare sehr stark ausgebaut. Das bedeutet, wir haben immer mehr fluktuierenden Strom, der einfach abhängig ist von Sonne und Wind. Und die beste Lösung ist auch smarter diesen Strom zu verbrauchen und seinen Verbrauch zu flexibilisieren. Das kann man mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Und sehr, sehr gut ergänzen lässt sich das dann aber auch noch mit einem Heimspeicher, wo man also dann, ne, für die Zeiten
wo halt dann der Strompreis vielleicht etwas höher ist, einfach den Ah, stimmt, das wäre bereits dann nur vorher. für ein paar Stunden so teuer. Und wenn ich den dann schon vorher bei 16 Cent oder so eingekauft habe oder für Genau. 20, dann kann ich auch diese Stunden einfach überstehen. Dafür brauche ich auch nicht mal so viel Speicher. Korrekt. Also ich muss ja nur für, es ist ja nicht wie bei einer Solaranlage, dass ich durch die ganze Nacht kommen muss, sondern ich muss ja dann quasi nur einen Waschgang. Genau, also es geht, glaube ich, ehrlicherweise weniger um diese berüchtigte Dunkelflaute, wo es gar keinen Wind gibt, ja, denn das tritt sehr, sehr selten auf, im Gegensatz zu der kompletten Überkapazität, wo wir negative Preise haben, sondern es geht insbesondere auch darum, wirklich dann Strom, wenn er günstig ist, einzuspeichern und dann zu den Zeiten, wo er verhältnismäßig teuer ist, für einen selber im Einkauf, als Verbraucher oder Verbraucherin, einfach aus dem Speicher zu nutzen. Kann ich den auch verkaufen zurück an das Netz? Auch das wird in Zukunft möglich sein. Hier planen wir auch, unseren Kunden und Kundinnen in Zukunft Direktvermarktung von Strom zu ermöglichen. Denn das ist ja dann eine ganz logische Folgerung, dass man im Grunde dann Das, genau, Strom zu einem gewissen Preis. wenn der Strom 1,20 kostet, will ich da gerne meinen Strom, den ich für 16 Cent eingekauft habe, wieder verkaufen. Genau, also die 1,20, das war jetzt der höchste Preis, der jemals erreicht Ja, wurde, für wenige aber wenn Stunden. es 60 Cent sind oder Aber 5, genau, in der dann. Theorie kannst du natürlich dann auch damit Geld verdienen. Ne? Und dein System, dein Energiesystem amortisiert sich deutlich schneller. Okay, wann kommt es raus und was kostet es? Wahrscheinlich könnt ihr, wenn es nicht nächste Woche ist, keinen Preis nennen. Genau. Also wir haben das jetzt vor einem Monat etwa gelauncht, den HomeVolt, unseren Energiespeicher in den Nordics, in Norwegen und Schweden. Da werden wir die ersten Systeme Anfang nächsten Jahres ausliefern. Jetzt nochmal, ihr beschäftigt euch ja alltäglich mit dem Strom. Habt ihr bei euch eine Vorstellung, wie sich der Strompreis entwickeln wird? Ich würde sagen, das weiß niemand. Keiner kann den Strompreis voraussagen. Es gibt natürlich bestimmte fundamentale Trends, ja, die wir sehen, wo wir bestimmte Entwicklungen dran ablesen können. Beispielsweise gehen wir davon aus, dass es bis 2030 zunehmend auch immer wieder negative Preise geben wird. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass Strompreise auch mehr fluktuieren werden, weil wir einfach mehr fluktuierenden Strom durch erneuerbare Energien haben werden. Das bedeutet, ein dynamischer Stromtarif hat noch mehr Hebel, weil einfach die Preisunterschiede größer sind. Ob die Preise jetzt aber grundsätzlich teurer oder niedriger werden, ist sehr schwer zu sagen. Jetzt eine Sache, die mir noch auffällt, also bei den dynamischen Stromtarifen. Also, was passieren wird? Die Leute, die dynamischen Stromtarif haben, verhalten sich netzdienlich. Vermutlich, weil sie sich ja damit beschäftigt haben und dann den Strom kaufen wollen, wenn er billig. Also Genau, also wenn man billig den ist. dynamischen Stromtarif hat und Niemand dann auch. wird sich den holen und dann sein Verhalten nicht ändern, denke ich mal. Ganz genau, das ist halt, ne? Also wenn man den dynamischen Stromtarif hat und dann auch sein Verhalten anpasst entsprechend, verhält man sich netzdienlich und macht damit im Grunde auch die Energiewende möglich. Das heißt aber auch umgekehrt, dass der Strom für alle anderen teurer werden muss, weil diese Leute kaufen, wobei, nee, das wird für alle anderen, könnte es auch günstiger werden. Im Das ist ja Grunde, interessant, weil wenn wir. natürlich, stimmt, weil die verbrauchen dann, wenn die Spitzen sind, den Strom auch, also es wird weniger in den Spitzen verbraucht, also wird auch dort Ganz sich genau. das eigentlich für alle senken. Sobald wir im Markt eine Flexibilisierung des Verbrauchs sehen und halt mehr und mehr von zum Beispiel unseren Kunden und Kundinnen zu den Zeiten Strom verbrauchen, wo er relativ günstig und verfügbar ist und weniger zu den Spitzen, bedeutet das natürlich auch, dass wir weniger Nachfrage in den Spitzen haben, was dann bedeuten würde, dass auch zu den Zeiten in der Theorie die Preise sinken würden, weil es eine gewisse Glättung gibt. Wie ist es mit den Netzentgelten? Sind die immer gleich oder ist da auch schon eine, also ist das auch dynamisch? Weil eigentlich, also du bezahlst ja bei einer Autobahn, bezahlst du quasi durch Stau. Wenn zu viele Leute dieselbe Autobahn nutzen wollen, musst du deine Gebühr im Sinne von Stau bezahlen, dass du einfach länger brauchst, um da durchzukommen. Das gibt es ja bei Strom nicht, aber ist das dynamisch im Moment schon oder ist das? Derzeit noch nicht. Momentan sind die Netzentgelte regional unterschiedlich, aber noch fix. Und es wird aber ja auf jeden Fall darüber gesprochen, auch die Netzentgelte dynamisch anzupassen. Und wir gehen davon aus, dass es auch in der Zukunft kommen wird.
Ich glaube, dass es in Zukunft nicht mehr nur darum geht, dass wir Energie sparen, sondern auch, dass wir die Energie dann verbrauchen, wenn sie uns im Überfluss zur Verfügung steht. Und wenn du mehr über solche Trends wissen willst, dann drück doch jetzt den Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und dann habe ich noch eine Neuerung für euch. Und zwar, wenn man unter den YouTube-Videos guckt und in die Kommentare reinschaut, dann ist es total schwierig, da den einzelnen Diskussionen zu folgen, weil der eine reagiert hier und der andere schreibt dort wieder eine Antwort darauf. Ich verliere da total oft den Überblick. Und deshalb habe ich ein Forum gestartet für euch und das Ganze kostenlos. Und im Forum soll es nicht nur darum gehen, dass ihr dort zum Beispiel über Speicherlösungen sprecht und guckt, welche Speicherlösung am besten ist und dann am besten bei einer bestimmten Speicherlösung dann auch die ganze Diskussion zu dieser einen Lösung führen könnt. Und das andere ist, wenn ich ein neues Interview plane, dann werde ich in Zukunft das dort reinposten. Also ich plane jetzt auch gerade zum Beispiel Interviews mit Panasonic, da geht es um Split-Klimaanlagen, und mit Lambda, da geht es halt um deren Wärmepumpen. Genau, wenn ihr da Fragen zu diesen Herstellern habt, dann könnt ihr das auch da reinposten, dann nehme ich die Fragen einfach mit zu einem Interview, und wenn das viele Leute interessiert, dann kann ich die natürlich auch da stellen. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann klickt jetzt hier, ihr könnt euch da vollkommen kostenlos anmelden. Unten drunter findet ihr auch den Link oder ihr geht auf forum.schlau-energiesparen.de. Also, dann sehen wir uns und lesen uns. Bis bald.